wenn ich mich da mit Menschen unterhalte, die jetzt vom Glauben bewegt sind oder die da solche Überzeugungen haben, dann, das sind ja lebendige Menschen mit einem Seelenleben, die auch wirklich ein Stückchen weit Respekt verdienen. Und die haben ja ihre Beweggründe, den Glauben oder ihre Überzeugungen zu formulieren. Und das einfach wegzunehmen oder zu sagen, nee, das muss einfach Unsinn sein, finde ich nicht angemessen. Ja, du kommst aus München direkt, oder? Ja, ich wohne und lebe hier. Schön. Ja, es ist eine schöne Stadt. Wenn ich es mir irgendwann mal leisten kann, gehe ich vielleicht her. Aber wir haben ja einen Grund, warum wir jetzt hier sind. Hast du irgendwelche Überzeugungen, die dir irgendwie wichtig sind? Politisch, religiös, Ja, irgendwas anderes? ich würde sagen, ich bin Agnostiker, Atheist. Könntest du das formulieren in einer Aussage, wo du sagen würdest, dieser Satz ist wahr? Als wahre Aussage würde ich sowas formulieren wie es ist unmöglich zu wissen, ob es einen Gott gibt. Es ist unmöglich zu wissen, ob es einen Gott gibt. Ja, finde ich sehr interessant. Können wir gerne nehmen als Überzeugung. Ja, ein bisschen schade, ja, warum nicht? Ja? Let's go. Okay. Dann wäre vielleicht erstmal meine Frage, bevor ich genauer darauf eingehe, was du genau damit meinst. Einfach mal, ich würde einfach mal fragen, was du meinst mit Gott. Also ein supernaturales, ich weiß nicht, ob das ein deutscher Begriff ist, aber ein übernatürliches Wesen, sagen wir so. Genau, also ich glaube nicht, dass es ein übernatürliches, allwissendes, allliebendes Wesen gibt, beziehungsweise ich glaube, dass man nicht wissen kann, ob es das gibt. Also es gibt Menschen, die glauben da sehr stark dran und ich kann deren Gedankengänge nachvollziehen. Ich glaube aber nicht, dass das beweisbar ist. Also ich glaube, das ist eine Eigenschaft dieses Gottesglaubens, dass es nicht beweisbar. Nicht beweisbar, was bedeutet das? Ein Argument zu finden, das mich überzeugt. einen eindeutigen Beleg zu haben für ein übernatürliches, supernatürliches Wesen. Okay. Wie sicher bist du dir da, dass es so, dass man sich so ein eindeutiger Beleg nicht finden lässt? Auf einer Skala von 0 völlig unsicher zu 100 keinerlei Restzweifel. Ich würde schon hoch ansiedeln, also so 75, 80. 75, 80, okay. Was ist dein wichtigster Grund, würdest du sagen, dass du so einigermaßen hoch bist? Es gibt entgegen der Aussagen der meisten Religionen zu viel Leid und Ungerechtigkeit. Das ist für mich zu offensichtlich und das ist für mich fast schon ein Gegenbeweis, dass es da eine ausgleichende Kraft gibt, wie so ein übernatürliches Wesen. Das heißt, nur damit ich das richtig verstehe, die Tatsache, dass es auf der Welt doch ziemlich viel Leid, Schlechtes gibt, ist dein Hauptgrund dafür, dass du sagst, dass es keinen eindeutigen Beleg für die Existenz eines Gottes geben kann? Ja, ich glaube, das könnte ich so sagen, ja. Wenn wir uns vorstellen, jemand sieht das genauso wie du, dass es sehr viel Leid, sehr viel Elend auf der Welt gibt, sagt aber, ich denke trotzdem, dass man eindeutig belegen kann, dass es einen Gott gibt. Und ich glaube entsprechend auch an diesen Gott. Kannst du dir vorstellen, was vielleicht dessen bestes Argument aus deiner Sicht sein könnte dafür?
Ja, ich habe solche Sachen schon gehört. Also kenne Menschen, die sagen dann, für sie ist jetzt die Bibel der schlagkräftigste Beweis, dass es dass dieses Buch existiert, was da drin steht, dass das ja auch überprüfbar sei. Und da gibt es Menschen, die ich kenne, die sagen, das ist für sie ein eindeutiger Beweis. Ich sehe dazu viele Lücken und Widersprüche in diesem Buch. Mhm. deswegen hat mich das nicht überzeugt. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass jemand sagt, nein, da, das überzeugt mich, das ist für mich. Würdest du sagen, dass das Argument ist, wo du sagen würdest, das ist für dich noch das Überzeugendste? Oder könntest du dir vorstellen, dass es dass jemand potenziell ein anderes Argument noch bringen könnte, was du überzeugender findest? Also was natürlich beeindruckend ist, wenn jemand eine sehr persönliche Erfahrung schildert, sagt er es. Jetzt nicht unbedingt Gott begegnet, aber er hat so eine spirituelle Erfahrung gemacht, die ihn da felsenfest von überzeugt. Mhm. Und ich kann natürlich diese Erfahrung nicht, die kann er mir nicht eins zu eins wiedergeben. Also sehe ich da einen großen Spielraum, dass mich sowas vielleicht auch überzeugen würde. Mhm. Nachdem ich es aber nicht erlebt habe, überwiegt für mich da der Zweifel, ob das nicht was anderes ist oder ob es nicht so wirkmächtig wäre, wie es der andere vielleicht ein. Ja. Ja, das finde ich interessant. Persönliche Erfahrungen, die du selber noch nicht gemacht hast. Mhm. Bedeutet das, korrigiere mich, wenn nicht, dass es sein könnte, dass du so eine Erfahrung selbst machen könntest in der Zukunft, die dich dann davon überzeugen würde, dass es doch einen eindeutigen Beleg geben kann für Gott? Kann ich nicht und würde ich jetzt, möchte ich gar nicht ausschließen. Also es bleibt natürlich ein Restzweifel, denke ich, der auch gesund ist, zu sagen, natürlich kann es so einen eindeutigen Beweis geben und so eine persönliche Erfahrung könnte genauso ein Schlüssel sein. Ja. Okay. Also ich bin jetzt auch nicht völlig solchen Sachen verschlossen. Ich meditiere auch. Das finde ich auch ein interessantes Feld. Ich suche das nicht direkt, aber ich kann mir das vorstellen. Mhm. Könntest du, also wir haben das jetzt recht allgemein, es könnte eine persönliche Erfahrung kommen, um das ein bisschen besser zu verstehen, was stellst du dir da vor, also was könnte das für eine Erfahrung sein? Gute Frage. Eine Feuersäule, auf der steht, bete mich an. Das wäre für mich eine sehr, sehr, das wäre eine sehr, sehr eindeutige Form. Ansonsten so persönliche Zwiegespräche, wo manche dann schildern, wie sie sozusagen eine Erfahrung gemacht haben, wo sie mit Engeln oder irgendwelchen anderen höheren Wesen geredet haben, kann ich mir schlecht vorstellen. Ich kann mir vielleicht vorstellen, was das für einen Eindruck hinterlässt und dass es einen Eindruck hinterlässt. Ich kann mir nur schwer was vorstellen, was mich überzeugt und was ich dann nicht selber auf eine Halluzination schieben würde oder was nicht. Ich würde mal vielleicht kurz so ein kleines bisschen zumindest von diesem Thema Gott und Beleg für Gott weggehen und ganz allgemein fragen, ob dir irgendeine Thematik einfällt, wo du sagen würdest, du hast damit persönlich selbst keine Erfahrung gemacht. Mhm. Du weißt aber, dass andere eine Erfahrung gemacht haben und wo du sagen würdest, dass die Erfahrung dieser anderen Leute für dich Beleg genug dafür ist, dass die Sache, um die es geht, tatsächlich so ist, dass sie existiert. Ich hoffe, dass die Frage nachvollziehbar ist. Genau, die ist auch schön, schön offen. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Erfahrung von einer anderen Person, die mich davon überzeugt, dass ihre Sicht oder Vorstellung richtig ist. Die ersten Sachen, die mir einfallen, sind albern. Ich war nie in Argentinien. Ich habe einen Kumpel, der ist in Argentinien. Ich glaube, dass es Argentinien gibt, aber das weißt du nicht. das ist zu einfach, zu albern. schwierig. Um,
was mir einfallen würde, wäre zum Beispiel sowas, also ich führe eine glückliche Partnerschaft und deswegen glaube ich schon, ich habe eine Vorstellung im eigenen Erleben von Liebe, aber wenn jetzt jemand anders mir erzählt, er ist in jemanden verliebt und ich nicht in den anderen Menschen verliebt bin, dann wäre das ein persönliches Empfinden, was ich dem anderen glauben kann. Mhm. Denkst du, wir gehen da in die richtige Richtung? Sowas? Ja, das, also sozusagen die Liebe zu einer konkreten Person, die du nicht liebst. Genau. So. Und das würde ich sagen, klar, das nehme ich jemanden ab, ohne dass ich dieselben Indizien für habe oder denselben Beleg. Oder, ja. Das kann ich für voll nehmen, für wahrnehmen, obwohl ich es nicht selber belege, also nicht selber spüre, nicht selber für mich der Beweis da ist. Ja. Ja, spannend. Was würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen dieser Thematik und der Gottesbeleg-Thematik? Mhm. Dass bei der Gottesbeleg-Thematik du nicht sagen würdest, die Erfahrungen, die andere Menschen gemacht haben, reichen dir aus? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, versuche mir da selber eine hohe oder eine gewisse Fehlbarkeit mit einzugestehen. Also ich habe ja gesagt, das ist 75-80% halte ich das für richtig. Aber ich halte es auch für wichtig, das nicht auf 100% zu steigern und eine Fehlbarkeit drin zu haben. Und das ist aber, glaube ich, auch das, was mich dann an den Aussagen von anderen eben zweifeln lässt, zu sagen, auch wenn jemand da 100% von überzeugt ist, von seinem Glauben, von seiner Religion, von davon, dass es diesen Gott gibt, dann sehe ich da immer noch einfach einen Restzweifel, der kann sich irren. Und von dem, was er mir wiedergeben kann oder was er mir erlebbar machen kann, habe ich einfach noch nichts gesehen oder gefunden, was mich eben auch überzeugt hat. Könntest du dir potenziell was vorstellen, was dir jemand schildern könnte, was du dann auch nicht selbst erlebt hast, aber wo du sagen würdest, okay, da würde ich davon ausgehen, das ist tatsächlich ein eindeutiger Beleg? Gute Frage. Sozusagen ein messbares Wunder. Also das würde mich wahrscheinlich da an die Grenze bringen, dann zu sagen, aber ich kann dir doch zeigen, dass ich zu dem Zeitpunkt noch dort war und dann ist es nicht auf natürlichem Wege erklärbar, dass ich am nächsten Tag oder in der nächsten Minute woanders war. Und das hat mit dem so ein übernatürliches Phänomen, was sozusagen eindeutig messbar nachvollziehbar ist, das würde mich, glaube ich, da zumindest ins Schwanken bringen. Ja. Was bedeutet Messbarkeit in dem Zusammenhang genau? Was Nachvollziehbares, am meisten was Wiederholbares, das widerspricht natürlich so der Idee von dem Wunder, aber eben was nicht nur auf einer persönlichen Aussage beruht. Okay, das heißt, habe ich das richtig verstanden, wenn jemand nur zu dir kommen würde und sagen würde, ich habe das und das erlebt, würde das ganz grundsätzlich nicht ausreichen als Beleg für dich? Wenn dann aber das irgendwie messbar, nachvollziehbar und vielleicht dann wiederholbar wäre, dann würdest du sagen, das ist ein Beleg? Ja, also da würde ich mich schwer tun. Da würde ich stark ins Zweifeln kommen, genau, beziehungsweise stark ins Glauben. als Gegenteil. Das kann ich mir schon vorstellen. Ist dir sowas in Bezug auf eine andere Thematik in der Vergangenheit schon mal passiert, dass du ähnlich hoch, du hattest ja vorhin, meine ich, 75, 80 gesagt, davon überzeugt bist, dass es für was keinen Beleg gibt und dann hat sich doch herausgestellt, da gibt's was, das hat dich überzeugt? Als Beleg? Ich erinnere mich schon an so Punkte, wo ich feste Überzeugungen hatte und später drüber gestolpert bin, dass es falsche Annahmen macht oder auf falschen Annahmen beruht hat. Also das könnte ich jetzt schwer jetzt ein konkretes Beispiel zu benennen, aber das Gefühl kann ich jetzt gleich heraufbeschwören und nachvollziehen. Jetzt auf der direkten Ebene fällt mir kein gutes, konkretes Beispiel ein, zu sagen, da habe ich eine Überzeugung gehabt und die hat sich dann komplett gedreht oder ich bin plötzlich von was überzeugt worden.
was ich vorher für vollkommen falsch gehalten habe. Schwierig. Aber ich würde sagen, ich kenne das Gefühl. Und würdest du sagen, dass das auch in Bezug auf das Thema Beleg für die Existenz eines Gottes sein kann? Konsequenterweise schon, ja. Mhm. Also, ich glaube, das ist einfach nicht, das kann ich nicht wissen. Mhm. Das ist auch ein Glauben, aber eine sehr, sehr feste Annahme. Und dann würde natürlich ein Event oder so ein direktes Erfahren und Erleben bei dem direkt entgegenstehen. Mhm. Beziehungsweise so ein messbares, nachvollziehbares Ding. Das müsste ein bisschen zwanken. Schon. Ja. Ich würde vielleicht auch nochmal auf diese Skala zurückkommen. Mhm. Gibt es einen Grund, warum du nicht noch höher bist? Also zum Beispiel bei 90, 95 mhm. oder vielleicht sogar 100? Ja, ich möchte mich da nicht selbst überschätzen. Und ich glaube, im Zweifel ist gesund, sich das selber einzuräumen und eben nicht zum Eiferer oder zum Fanatiker sozusagen zu werden und zu sagen 100%. Ja, das würde ich selber nicht wollen. Und wenn ich mich da mit Menschen unterhalte, die jetzt vom Glauben bewegt sind oder die da solche Überzeugungen haben, dann, das sind ja lebendige Menschen mit einem Seelenleben, die auch wirklich ein Stückchen weit Respekt verdienen. Und die haben ja ihre Beweggründe, den Glauben oder ihre Überzeugungen zu formulieren. Und das einfach wegzunehmen oder zu sagen, nee, das muss einfach Unsinn sein, finde ich nicht angemessen. Mhm. Okay. Ja, sehr spannend, die gesamte Thematik. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, von dem du sagen würdest, dass der wichtig ist für deine Überzeugung? Schwierig auf den Punkt zu bringen, aber wäre da noch was? Ja, ich glaube, warum es wichtig ist, überhaupt so ein Thema zu diskutieren und das auch mit, also sich anderen Überzeugungen zu stellen, ist für mich, weil ich, klingt vielleicht doof, aber ich halte Religion nicht für effektiv. Und ich finde es wichtig, das zu hinterfragen und nicht nur in Mindset zu verfallen, das machen jetzt alle so und deswegen mach doch bitte einfach mit. Mhm. Und genau. Ich glaube, das verbinde ich auch mit diesem Thema Religion, dass ich es nicht für effektiv halte, vielleicht sogar manchmal für gefährlich. Und deswegen finde ich es wichtig, mit Leuten darüber zu reden. Mhm. Ja. Hängt diese Überzeugung, dass Religion nicht effektiv ist, auch zusammen mit der Überzeugung, der konkreten Überzeugung, dass es keinen eindeutigen Beleg dafür gibt, dass es einen Gott gibt? Gute Frage. Also, was ist die Folge und was ist die Ursache? Was kam zuerst sozusagen? Die beiden Ansichten jagen sich gut im Kreis. Da wird es schwierig für mich, eine Gewichtung oder das Henne-Ei-Problem. Mhm. Wird es schwierig für mich zu sagen, was war zuerst da oder was, wie sind die verknüpft? Ja, würde ich nicht priorisieren. Also keine von beiden höher oder niedriger stellen. Kannst du sagen, ob, wenn du nicht davon ausgehen würdest, dass Religion ineffektiv ist, hattest du gesagt, ne? Würdest du dann trotzdem noch genauso überzeugt sein, dass es keinen eindeutigen Beleg für einen Gott gibt? Genau, ich würde immer noch sagen können, ich habe keinen Beleg für mich gefunden, der mich überzeugt. Mhm. Okay. Gut. Ja, ich habe den Eindruck, dass man über diese ganze Thematik wahrscheinlich noch
20 weitere Gespräche führen könnte. Ja, Jahrhunderte. Ja, ja, es eignet sich sehr gut, denke ich, für Gespräche nach dem sokratischen Weg. Das ist ja auch so ein bisschen der Kontext, aus dem es kommt. Für jetzt würde ich mich auf jeden Fall mal für das Gespräch bedanken. Ich fand es super spannend. Ich hoffe, für dich war dein erstes Mal interviewt werden auch einigermaßen angenehm. Sehr angenehm. Es ist immer schön, wenn einem jemand zuhört und umso schöner, wenn man dann auch noch geschubst wird, um sich aus der Komfortzone bewegen und ein bisschen über seine eigenen Worte nachzudenken. Ja. Ja, schön. Das ist ja so der Grundgedanke auch. Mhm. Leute auf eine nicht konfrontative Art und Weise dazu zu bringen, vielleicht ihre Komfortzone zu verlassen, einfach ein bisschen zu hinterfragen, was sie für so sicher halten. Ja, definitiv. Also ich bedanke mich auch. Ja. Sehr angenehm.